So, das hier ist das Game quasi. Was es ist, es ist ein Karten-Hack-and-Slay-Game. Kartbilder-Hack-and-Slay-Game. Was super weird ist, aber extremst cool ist. Das heißt, was man macht, ist quasi, man hat entweder diese Daily Climbs, habe ich bis jetzt selber noch nicht gemacht, und du hast Standard. Und in Standard muss man mit jeder Klasse einmal den Endboss killen. Und da sind wir gerade auf dem Weg hin. Wir haben mit denen hier schon on-stream den Endboss gekillt. Damit habe ich gestern Nacht um 12 Uhr. Was ist denn das Kenshin? What the fuck? Okay, das wusste ich nicht, dass das geht. So, dann gibt es The Watcher noch und es gibt Ironclad. Und Watcher habe ich noch nicht gespielt. Das heißt, meine erste Runde The Watcher werden wir jetzt zusammen spielen. Backseat Gaming ist in diesem Fall ausnahmsweise erlaubt und auch gewünscht. Ich weiß nämlich tatsächlich hier relativ wenig, was das Ganze macht. Itself each committed at a miracle into your hand. Ja, wir werden das einfach zusammen testen. Und ich hoffe auf eure Hilfe. Na? Greetings. Ich habe letzte Runde gewonnen, das heißt, wir haben hier wahrscheinlich mehr Optionen. Ah, what the fuck? Ach, das ist pro Champ. Weil wenn du gewonnen hast, dann gibt der dir hier am Anfang mehr Optionen. Ich denke mal, wir starten mit 7 mehr Max-Health. Da bin ich relativ happy drüber. So, und was wir jetzt quasi vor uns haben, ist, wo wir einen Weg gehen können. Das heißt, wir können uns quasi hier entscheiden, wo wollen wir tatsächlich lang gehen. Und hier seht ihr die Legende, was das bedeutet. Das bedeutet, das hier sind normale Enemies. Das hier kann alles Mögliche sein. Wir haben am Anfang 99 Gold. Diese Shops sind ziemlich wichtig. Das heißt, wir wollen einen Shop, aber wir wollen ihn relativ spät, weil wir da natürlich schon mehr Geld haben. Aber man kann hier drüber gehen, dann sieht man, wo der nächste Shop ist. Das heißt, wir wollen da oben enden. Elite-Gegner sind natürlich Endbosse, aber geben halt eben auch mehr Ressourcen. Das heißt, wahrscheinlich gehen wir einfach links rum. So. Tatsächlich habe ich diesen Champion noch nie gespielt. Miracle. Was macht ein Miracle? Retain. Ich darf selber entscheiden, wann ich es kriege. Okay. Enter a Khan. Mit Khan darf ich wahrscheinlich nicht mehr angreifen, ne? Fref. Oh, ich habe so Instanzen quasi. You deal and receive double attack damage. Das klingt gar nicht gut. Die ist super kompliziert. Das wirkt auch schon so. So, und ihr seht oben links hier immer die Kosten der Karte. Das hier ist meine Energie und das sind die Gegner. Und ich sehe, was ihr Plan ist. Das heißt, sie sind aggressiv. Das heißt, sie werden mich angreifen. Wir haben das rundenbasiert, das heißt, erst spielen wir, dann spielen die. Wir bräuchten also, um den kompletten Level zu blocken, 13 Block. Die können wir auch aufbauen. Da ich allerdings zu wenig darüber weiß, 9 Damage. Ich würde sagen, wir striken einfach mal normal rein. Oh, das kostet 2. Oh, nicht mitbekommen. Mal gucken, was kaum bedeutet. Ja, ich will am Anfang noch nicht so viel Leben droppen. Also, es geht eher darum, wann wir aus Kam wieder rauskommen. Aber das können wir ja scheinbar nur selber. Also, die Gegner scheinen uns da jetzt nicht rauszuhauen mit. Ich dachte, das wäre so. Ich bin giga relaxed. Und wenn der Gegner da Stress macht, ist das schlecht für uns. Der macht 7 Damage. Den können wir aber raushauen. Ja, wir werden einen Schaden nehmen. Aber das ist okay für uns. Der Gegner greift jetzt an. Jetzt haben wir halt einen Damage genommen, weil das durch unseren Block durchging. Unsere Karten werden neu gemixt. Hier oben sehen wir haben aktuell nur Zinkkarten im Deck. Zinkkarten, really? Normalerweise hat man viel mehr, bei den anderen Charakteren hätte man viel, viel mehr. So, und jetzt mache ich eben 9 Schaden und ich wäre auch aus meiner Stance rausgegangen. Okay, Leute, jetzt brauche ich natürlich die Hilfe des Twitch-Chats, ne? Was machen wir hier? Retain, Enter Calm, Exhaust. Retain bedeutet, wenn wir sie bekommen, verlieren wir sie am Ende der Runde nicht, weil man am Ende immer alle Handkarten wegschmeißt. Smite. Ne.
Weil each enemy in combat kriegt auch nicht immer rein. Ist nur zu seltenen Fan tatsächlich nützlich. Fast free calm. Battle Hymn is not bad, really. Aber wir spielen mal um die Sachen hier, ne? Battle Hymn klingt auch nice. Ich weiß nicht, du kriegst halt super viel Smite, aber du spamst natürlich auch deine Hand voll. Auf der anderen Seite, ja, ihr habt schon recht, ne? Ist eine relativ starke Power. Na komm, warum denn nicht? Probieren wir doch. Probieren wir. Warum nicht? Dafür ist der Twitcher doch da. So, Battle Start. Wir kriegen... Ach, das ist Miracle. Wir kriegen immer dasselbe. Ich dachte, ich kriege jede Runde ein anderes. Das wäre natürlich cooler gewesen. Ich spiele darauf, möglichst wenig Damage zu kriegen. Aber wir natürlich durch das ganze Ding noch durch müssen. So, da bin ich wieder. Der hat irgendwas vor. Ich weiß gerade gar nicht genau was. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir striken da ordentlich rein und machen ein bisschen Damage. Was ist das? Battle Him. Achso. So, der hat sich nochmal deutlich verstärkt. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir ihn ein bisschen schneller killen. So, jetzt machen wir 9 Schaden. Kriegen eine andere... Haben quasi kaum verlassen, kriegen deswegen 2 Energie extra. Und haben deswegen dann genug Damage. Holy shit. Okay, diese Form gefällt mir sehr gut. Das sind Potions, die kann man immer einsetzen, auch während des Battles. Empty Mind. Add Damage to the last card played, this count was an attack play. Das ist zu wenig. Mach 4 Schaden. Wenn du deine Stance wechselst, kriegst du es wieder auf die Hand und kannst nochmal 4 Schaden machen. Das klingt ziemlich cool, ja. Das nehmen wir. Ich habe den Champion noch nie gespielt, das heißt, ich weiß nicht so richtig, worauf er hinaus will, aber es wirkt darauf, als wäre die Stance-Ding. Ah, auf jeden Fall 2 Karten upgraden. Ah, das ist enttäuschend. Also von den Karten, das sind so die Standardkarten. Das sind immer Attack und einfach Blockkarten. Dass der 2-mal Block verbessert hat, ist natürlich jetzt ein kleiner Flop gewesen. Trotzdem an sich schon okay so. Wie geht's fürs Fragezeichen? Oh, jetzt darf ich selbst entscheiden. Mal gucken, was machst du? 6 Damage. Also jede Karte kann man nur einmal upgraden. Lol. Er macht daraus nie. Nee, das bedeutet, ich habe sie immer am Anfang meines Battles schon auf der Hand. Was natürlich insane gut ist. Das wiederum macht es billiger. Ja, ich finde das geil. Andererseits ist mein Deck auch sehr klein. Mein Deck ist so klein, dass der Unterschied nicht so krass ist. In großen Decks ist es quasi so, dass es ein Riesenvorteil ist, wenn du eine Karte von Anfang an hast, gerade wenn das so eine Powerkarte ist. Aber ich denke mal, das Deck wird auch klein bleiben. Das heißt, wir gehen hierfür, weil die Karte ein Mana weniger kosten wird, was generell am Anfang mir nicht so wichtig vorkam, aber sehr, sehr entscheidend ist. Ja, das sagt auch der Twitch-Chat hier gerade. Uah, was habe ich getan? Nein! Keine Absicht. Ja, das war jetzt auch super sinnlos. Weil der macht am Anfang einfach immer den, der macht immer dasselbe und ich kann das jetzt spielen, aber es macht keinen Unterschied, weil er mir eh keinen Schaden machen wird. Aber es gibt ein Relikt, also sowas wie hier oben, was dafür sorgt, dass du deinen Mana in die nächste Runde übernimmst. Finde ich persönlich sehr cool. Ah, er würde mir dann 12 Schaden machen. Ich glaube, ich mache das so. Ich kriege nicht down in der Runde. Ah, ich hätte erst Calm machen sollen und dann wäre ich aus Calm rausgekommen. Ah, super dämlich. Ja, sorry Leute, ne? Ich muss mich ja noch so ein bisschen mit dem Champ eingrooven.
So, wir müssen ihn in der Runde auf jeden Fall killen. Was wir nicht können. Wir können ihn trotzdem nochmal rausblocken. Ich glaube, wir müssen hier Schaden nehmen. Wir werden 5 Schaden nehmen. Oder wir warten halt, ne? Also ich brauche halt zwei Strikes in einer Runde. Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass wir es kriegen. Ich will eigentlich, weil gleich können wir einen Elite-Gegner angreifen. Ich will eigentlich davor jetzt nicht so viel wasten. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. So. Die 5 Damage to all enemies. Die 5 Damage to all enemies attack this enemy again to block. Talk to hand, really? Warum? Also was ist die Argumentation? Ist das so gut? Wahrscheinlich, weil ich relativ viel habe, was für wenig. Aber ich habe nicht. Ich habe nichts, wofür ich. Ah, doch, hiermit kann ich für 0 angreifen. Ich. Vom Gefühl her würde ich auch eher sagen, ganz rechts. Du greifst mit Watcher immer viel an. Das ist natürlich die etwas defensivere Option, ne? Das hier ist wahrscheinlich auch später gegen Bosse wichtig, da habt ihr schon recht. Komm, wir nehmen ein bisschen AOE mit. Ich verstehe die Argumentation, aber ich entscheide mich dagegen. Also, dieser wunderbare Boy. Nice, better. Das war genau der Beginn, den wir brauchen. So, ich habe es noch nie getestet, was passiert, wenn ich den keinen Schaden mache in der ersten Runde. Ich glaube, ich würde es auch nicht jetzt testen. So, wieder Block brauchen wir nicht. Die Karte behalten wir, weil es Retain ist. Dann schläft er weiter. Ja, aber er kriegt wahrscheinlich trotzdem mehr Schilde dann. Ne? Oh mein Gott, 36. Wir sollten aus der Stance rauskommen am Ende unserer Runde. Das heißt, wir nutzen noch den Damage. Dann nutzen wir noch den Damage. Wir sollten auch tatsächlich nochmal den Damage nutzen. Um das Strike zu spielen. Und wechseln am Ende die Stance. Dadurch kriegen wir weniger Damage. Und hauen ihn noch einmal Schaden rein. Ne, er kriegt keine weiteren Schilde bei dem Gegner. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Wir können ihn 24 Damage machen, was nicht reicht. Wir kommen aus der Stance nicht raus. Mal gucken, was wir kriegen. Skr 1. Look at the top X card of your draw pile. You may discard any of them. Gain 2 block, D3 damage. D4 damage twice. Ich bin ja schon im Calm. Zählt ein Stance-Wechsel zum selben quasi nochmal? Ist das so? Nee. Da werde ich ein bisschen Damage tanken. Ah, wir tanken ein bisschen Damage, komm. Fuck it. Dachte, wir sind anderen. Alles gut, alles gut. Ich bin dankbar für jeden Tipp, auch wenn ihr damit im Worst Case mal daneben legt. Macht euch da keinen Kopf drum. Ja, es war schon relativ viel Schaden, den wir bekommen haben. Jetzt kriegen wir eben diese Relikte. First time you use a page cover, draw 3 cards. Nice. Das ist eine Potion leider. Wir haben nur einen bekommen hier. Aber es ist trotzdem okay. Können wir mitarbeiten. Das ist ja crazy.
Das ist ja komplett sick. Ich meine, Miracle Plus. Ja, fucking hell, dafür gehe ich hart. Ich finde das übel sick. Keine Ahnung, vielleicht. Es gibt noch so Noob Traps, wo man so denkt: so, oh, ist ja voll krass. Da kommt irgendein Pro daher und sagt dir, warum du scheiße bist. Battle Hymne beginnen wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber sollte ich dann in die Stance reingehen? Ich denke schon. Wir können den Kleinen wahrscheinlich in der Runde killen. 9, 12. Ja, wir machen das so rum. Hast du die Abo-Benachrichtigungen aus? Tatsächlich nicht. Kein Stück. So, jetzt wird er uns das erstmal Schaden machen. Kommen da aber am Ende auch sogar noch raus, wenn wir wollen. Können wir one-shotten? Können wir nicht, ne? Aber ist okay. Aber ist ganz cool, der Champ. So, also ist ein bisschen ein anderes Konzept. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen eingrooven. Ich weiß auch noch nicht, was deckmäßig da am Ende sinnvoll sein wird. Aber fühlt sich auf jeden Fall ganz nice an. Colorless Potion. Da finde ich irgendwie nicht so geil. Oh yes, baby! Ja, der Dosen, yes. Vielen Dank. Aber aus der Stance rauszukommen, stelle ich mich schon relativ wichtig vor. Skip probably, wirklich. Wir haben aktuell noch zu wenig, um aus der... Komm, wir nehmen es mit. Ich habe das Gefühl, wir haben zu wenig, um aus Kaum rauszukommen. Nehmen wir den Bossfight auch noch mit? Ich denke, wir probieren es. Relativ tricky, ne? Weil wir schon ein bisschen low wären. Aber hoffen wir einfach mal, dass wir auf dem Weg dahin was finden. Sowas zum Beispiel. Leider sind wir nicht unter 50% gerade. Nett. Zwei Treasure-Kisten hintereinander. Das ist jetzt ein bisschen High-Risk. Aber der macht doch gut Damage, der Boy, ne? Der will sich buffen. Ja. Weiß ja dann nicht mehr, was der macht am Ende. Oh mein Gott, ich weiß wieder, was er macht am Ende. Der kriegt Power, wenn ich einen Skill lege. Und das sind alle Skills. Ah ne, das ist kein Skill. Witzig. 14 Damage. Was wir machen können, ist, wir können da reingehen. Dann die spielen, dann Miracle spielen, Empty Fist spielen und am Ende Defense spielen. Können wir den One-Shotten? Können wir One-Shotten, what the fuck? Na gut. Das geht natürlich auch. Okay, könnte ich mir keine Karte auf der Hand haben. Dafür müssen wir wahrscheinlich unser ganzes Deck in die Richtung bauen. Das habe ich eigentlich nicht vor. Aber das Relikt ist tatsächlich ganz nice mit 0 Mana-Sachen, ne? Wir könnten versuchen, ein sehr billiges Deck zu machen, ne? Komm, wir probieren es. Ja, wir gehen jetzt hier die Kurve, aber da wollen wir auf jeden Fall noch zum Shop, weil wir jetzt auch 245 Gold haben. Ah, komm, wir nehmen die Karte mit. Wir haben da, wollen ja eh zum Shop, da können wir auch die Karte wieder loswerden. Ich glaube, ich hätte HP verlieren sollen, weil da wäre ich unter 50%, dann hätte ich mich geheilt.
Ah, das war super dämlich. Das hätte ich machen sollen. Das wäre ziemlich smart gewesen. So, was spielen wir? Wir spielen die Battle-Hymne, denke ich. Ah, da können wir, glaube ich, relativ locker aus der Hose spielen hier den Fight. Ah, ich habe keine Sense, die ich enden kann, aber ist ja nicht schlimm. Smites sind retained. Vollkommen richtig, du hast recht. Aber das wäre schon relativ gut gewesen. Oder ärgere ich mich jetzt drüber, dass ich das nicht verstanden habe? Neuzeitschrank kann ich machen, das reicht natürlich noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich spielen wir einfach ihn rein und dann spielen wir einen Achterblock, gehen in Calm. Wechseln wir in Eruption, verlieren Calm, haben deswegen nochmal mehr Money und haben den Damage. Also so ein bisschen Flow gibt man schon rein. Dexterity ist wichtig, weil man dadurch Block erhöht. Insight. Das ist ganz nett, aber das finde ich immer noch ziemlich krank. Jetzt darunter liegt, das wäre auch was. Ja, das wäre ein Albtraum. So, Pilze Boys droppen mir mal ganz gute Sachen, habe ich gehört. Ein bisschen zu viel Defend im Deck irgendwie. Nervt mich. Ich meine, ich kann jetzt Defend spielen, aber das bringt. Ach doch, der macht mir sogar ein bisschen Damage. Ich krieg weniger Block. Absolutes Powerplay ist mit A Meat of Bone 3 Damage insgesamt zu kriegen und damit weniger rauszukommen. Du hast vollkommen recht. Ich mache das. Wenn wir mit 3 Damage rausgehen, damit Meat on the Bone uns am Ende mehr heilt. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir 51 AP. Das war lecker. Power Potion. Ich nehme ja auch Power Cards, I guess. Ja, ich will mehr Stateswechsel dabei haben, auch um den Chat ein bisschen besser zu lernen. So, mal gucken, was hat er denn im Angebot? Das finde ich nicht so geil. Der auf your cost X cards increase by 2. Ich habe nur eine Collect drin, ne? Was haben wir ansonsten?
Ja, Flug verkaufen auf jeden Fall, aber ich will erstmal wissen, ob das. Ja. Antreiben, weiß ich noch gar nicht, wer das ist. Der schwarze Trank. Das hier. Super mit dem Miracle-Zeug. Das meinst du nicht? Was meinst du mit schwarzer Trank? Ich meine das Artefakt. Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber es ist halt, ich habe halt nur eine Karte, ne? Aber scheiß drauf, wir nehmen es einfach mit. Vielleicht holen wir ja noch mehr dazu. Jetzt müssen wir noch den Fluch loswerden. Das kostet uns ein bisschen Geld, aber das ist okay. Warte mal, was hast du noch im Angebot? Ah, die Angebotskarte ist auch irgendwie kacke. Wird schon passen. Jetzt gehen wir nochmal uns ein bisschen HP ringen und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Endboss hier gekriegt bekommen. Ich würde sagen, das ist ein klasse Beginn. So, da spielen wir ein paar Exhaust-Karten rein. Und jetzt wollen wir dem ein bisschen die Hölle heiß machen. Ich könnte jetzt auch nochmal raus, aber eigentlich will ich das gar nicht. Okay. Ich soll mal aus der Stance raus vorher. Schon ein bisschen, ne? Oh, ich dachte, hier die andere Karte schon gelegt. Nevermind. Das war nicht so smart. Oh, shit. Ich bin aber auch ein Depp. Oh, ist trotzdem fein. Ja, ich glaube, ich hätte ihn auf 71 lassen sollen und dann kann ich in der nächsten Runde viel Lore hauen und dann haben die einfach weniger Anfangs-HP, aber wir sind trotzdem ziemlich gut in Control. Ah, jetzt sind die Flurries da. Jetzt würde ich gerne die Form am Ende wechseln. Das ist schon ziemlich, solid, ne? Crazy. Also, der erste Boss war auf jeden Fall sehr entspannt. Wait. Conqueror's Blade. Let's fucking go. Ich würde sagen, wir probieren das einfach da durchzuziehen mit den X-Karten.